Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Was ist ein Forward-Darlehen? Ein Forward-Darlehen ist praktisch ein Vorausdarlehen, eine Vorauszahlung, etwas im Vorhinein. Ich schreibe Ihnen das mal kurz auf. Forward schreibt sich so, Forward. So, ganz kurz in Zahlen, Daten, Fakten. Angenommen, Ihre Baufinanzierung, wir schreiben jetzt das Jahr 2015, und Ihre Baufinanzierung, also die Zinsbindung, sagen wir die 10 Jahre, sind im Jahr 2017 um. Dann war es früher so, dass Sie 4 Wochen oder 2 Wochen, bevor die Zinsen oder dass die Zinsverschreibung verlängert werden musste, dass die Bank geschrieben hat, wir würden Ihre Finanzierung gerne verlängern zu den und den Zinsen, zu den und den Raten. So, das war früher so, da konnten Sie eigentlich auch nichts dran verändern. Heute ist es so, heute können Sie ein Forward-Darlehen machen. Das können Sie teilweise bis zu 5,5 Jahre vorher machen. Also angenommen, Sie haben 2015 gekauft, 2025, dann könnten Sie ab dem Jahr 2020 so ein Forward-Darlehen abschließen. Das heißt, Sie sichern sich heute die Zinsen für das Jahr 2017, für den Zeitraum von 2017 zum Beispiel bis 2027. Also wieder für 10 Jahre. Was natürlich wichtig ist, natürlich lässt die Bank sich das entsprechend toll bezahlen und teuer bezahlen. Das heißt, angenommen, der Zins wäre heute 2015 bei 2%, dann wird die Bank in der Regel 2,5 oder 3% berechnen, wenn sie Ihnen das Geld verbindlich ab 2017 für 10 Jahre zur Verfügung stellt. Ich war früher absoluter Fan solcher Forward-Darlehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Zinsen eigentlich Monat für Monat, Jahr für Jahr fielen und wir heute ein Zinsniveau erreicht haben, mit dem keiner, wirklich keiner gerechnet hat. Entscheiden Sie selbst, wenn Sie eher ein bisschen dynamischer sind und Ihr Eigenheim nicht finanzieren, sondern Anlageimmobilien haben, dann würde ich durchaus warten, bis die Zinsbindung endet oder kurz davor. Wenn Sie konservativ sind und sagen, das ist mein eigenes Haus, da will ich meine Ruhe haben und ich will bis ins Jahr 2027, also von heute in 12 Jahren, möchte ich wissen, was ich an Raten bezahlen will und muss, dann machen Sie so ein Forward-Darlehen, dann können Sie auf jeden Fall ruhig schlafen. Also Forward-Darlehen für den Konservativen, für den Vorsichtigen, ja, für alle anderen nein und für den Vorsichtigen, der soll aber dann nicht nach 5 Jahren kommen und sagen, ja, heute sind die Zinsen niedriger. Das ist Ihr Risiko. Genau, viel Spaß mit dem Forward-Darlehen. Bis dann, tschüss. Baufinanzierung Schütt.